Und dann kam plötzlich eine Welle und das SCP hat mir das dann voll aus der Hand geschlagen. I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Das große Abenteuer geht los! Hallo! Und herzlich willkommen zum ersten Vlog-Serie. Keine Ahnung was. Keine Ahnung was es wird, keine Ahnung wie wir es nennen. Ihr werdet es ja dann sehen. Kam euch dieser Satz übrigens gerade bekannt vor? Eventuell von den Neuseeland-Vlogs. Das große Abenteuer geht los. Wir sind jetzt am Flughafen und fliegen nach Neuseeland. Das heißt, wir sind der Alex und ich. Ja, herzlich willkommen in unserem Mobil. Wir sind gestern Abend losgefahren um 10, glaube ich, erst halb abends. 11, glaube ich, war es erst, als wir dann eine Stunde losgefahren. Ja, wir haben uns noch Sushi geholt und dann ging es los. Ich habe das dann hier alles so gerichtet, also so in Portionen aufgeteilt und Alex mit Sushi versorgt. Und er war so tapfer und ist noch 500 Kilometer gefahren. Irgendwie hat Alex in der Hinsicht echt richtig drauf mit diesem Nachtsfahren. Ich bin so, wow, ich schlafe ja schon tagsüber als Beifahrer ein. Könnt ihr euch vorstellen, wie wach ich war? Nicht. Übrigens ist Sushi ein abnormal geiles Autofahressen. So, wenn man das so zu campen, das kann man halt so geil snacken. So, eigentlich isst man voll viel. Wir haben früher immer Burger gegessen oder sowas, aber es ist halt ultra unpraktisch eigentlich, wenn fällt alles auseinander oder so. Deshalb Sushis, ja, mega gut. Richtig, richtig gut, haben wir festgestellt. Vor allem, wenn man die kleinen Maki-Röllchen nimmt. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. So, ja, und dann sind wir irgendwo in Frankreich heute Nacht stehen geblieben und haben geschlafen auf einem Parkplatz. Und jetzt fahren wir weiter in Richtung Spanien. Und dann die nächsten Tage weiter in Richtung Portugal. Genau, also wir haben noch keine bestimmte Route. Wir treffen irgendwo unterwegs Alex' Eltern und auch seine Schwester. Ja, schauen einfach mal, was so passiert. Und das Wetter ist auch komplett auf unserer Seite. Es ist ein wunderschönes Reisewetter. Und wir tuckern hier so rum. Und hier sind jede Menge Bauernhöfe und Kühe und Pferde, sieht man ständig. I like. Kleiner Tankstopp hier und wir sind irgendwo im Nirgendwo in so einem mini, mini kleinen Ort und hier stehen einfach so Zapfsäulen neben der Straße. Das sieht echt ganz krass aus. Das einfach ist das hier. Surrounding. Also hier ist einfach nichts. Und dann sind da diese Tanksäulen. Blue. Und da, oh, ich finde, es stinkt so. Manche Leute finden den Geruch geil. Ich finde es so widerlich. Ich muss es euch mal zeigen. Ich würde mal sagen, Punktlandung auf 60 Euro. Und schaut, so sieht das Ganze aus. Hier halten wir einfach in diesen drei so Zapfsäulen. Und das ist irgendwie der Ort hier. Also hier ist nichts außer ein paar Häuser. Und wir sind am Meer angekommen. Wir sind noch nicht in Portugal. Wir sind auch noch nicht in Spanien, sondern wir sind in Guitari bei wie heißt es jetzt schon? Biarritz. Bei Biarritz. Das vergisst du immer, gell? Ja, also spricht man es echt Biarritz aus? Ha, bei Biarritz. Die Schwaben schon. Also auf jeden Fall sind wir jetzt heute Abend noch hier. Wow, es ist so schön. Die Farben sehen richtig geil aus, weil da kommt nämlich so richtig dunkle Wolken. Für morgens auch nicht so gutes Wetter hier angekündigt. Aber jetzt gerade sieht es noch wunderschön aus. Richtig witzig, diese Häuser hier sehen irgendwie aus wie so Schwarzwald-England-Häuser. Keine Ahnung, das ist so was ganz anderes wie so mediterrane Häuser im Mittelmeer oder so. Ja, ne? Krass, ja, alles da drin. Seht ihr, also das hier sieht jetzt nicht so schwarzwaldmäßig aus natürlich, aber, nee, aber da oben, also es sind halt irgendwie so, weiß ich nicht, so nicht mediterrane Häuser. Total lustig. Guten Morgen, es geht weiter auf unserer Fahrt. Wir fahren jetzt von Guitari nach Ferrol und mal schauen, ob wir unterwegs irgendwo anhalten oder nicht. Nach Ferrol sind es jetzt 643 Kilometer. Das Navi sagt, wir brauchen 6,5 Stunden. Ja, das ist Tag 2 übrigens. Tag 2. Tag 2 eigentlich, ja, krass. Tag 2. Und man fühlt sich so beim Campen irgendwie, als ob man schon krank viel erlebt, ja, ne? Hätte. So, das ist krass. Wir haben es gerade eben gesagt, irgendwie, eigentlich haben wir noch gar nichts gemacht. Eigentlich saßen wir nur im Auto. Aber jetzt haben wir meine Stiefschwester sozusagen in Guitari getroffen mit ihrem Freund und haben da vorm Haus gecampt. Und haben zusammen Abend gegessen und waren noch was trinken und so. Und den Abend davor
haben wir auch nichts gemacht, haben wir irgendwo geschlafen und trotzdem ist man schon so, ich weiß nicht, ich fühle mich schon richtig erholt. Einfach weil der Kopf mal wo ganz anders ist und es nichts zu tun gibt. Und es ist so entspannend und so wichtig, habe ich irgendwie so für mich festgestellt auch, dass man sowas, und wenn es nur ein Tag ist, aber dass man sowas regelmäßig und bewusst vor allem einbaut. Genau, und in Ferrol treffen wir dann Alex Family. Ja, ihr müsst euch mal reinziehen, wie die Scheibe aussieht. Müssen wir jetzt dringend putzen irgendwann, weil Katastrophe. Kann man das sehen überhaupt, ohne dass man rausguckt? Aber seht ihr, wie dreckig die ist? Wow, also das ist echt furchtbar. Genau, also wir visieren jetzt als nächstes eine Tankstelle an. Da wird getankt und geputzt und Wasser aufgefüllt und die Toilette geleert. Und ja, genau, das war's auch eigentlich. Und jetzt wird natürlich erstmal gezahlt. Ah, 2,70, das geht ja noch. Wuhu, Schnäppchen! 2,70 für 1 Kilometer wahrscheinlich. Aber wir zahlen alles mit Kreditkarte, das ist richtig praktisch. Da muss man halt nicht immer sein Kleingeld rauskuscheln. Guter Tipp, finde ich. Camper-Tipp, allgemein Roadtrip-Tipp. Schaut euch mal diese Landschaft an. Also hinter den Bäumen sieht es noch krasser aus. Ich fühle mich ein bisschen, als wären wir hier jetzt irgendwie nach Schottland oder England oder irgendwo hingefahren. Wow, das sieht so faszinierend und wunderschön aus. Und das Grün hier ist wieder so richtig satt irgendwie. Es erinnert mich so ein bisschen an Neuseeland, an die ganz den südlichsten Punkt. Weißt du es noch? Da war das Wetter auch so, ein bisschen schlecht. Als wir mit meinem Papa da unten waren. Aber es erinnert mich so ein bisschen dran, so die Küste hier. Ja, und da war auch viel so. Ja. Das Wetter viel so. Weniger davon, mehr davon. Und viel Grün und Steilküste. War geil. Noch 300 Kilometer to go. Ein kurzer Dehn-Break, bevor es dann weitergeht. Alex geht surfen. Da ist er. Hallo. Der Linke von den dreien. Und ich liege am Strand, weil Wind ist jetzt gerade keiner und ich sonne mich einfach und lese. Und zwar endlich mal Quality Land. Das habe ich mir jetzt mitgenommen und habe gerade erst angefangen. Also ich kann noch gar nichts dazu sagen. Freakige Geschichte auf jeden Fall. Soweit wie ich bis jetzt bin und was so im Klappentext steht und so. Genau, und dann, wir sind jetzt so in einer anderen Bucht und fahren wir später wieder zurück, wo wir standen. Und ja, wir müssen noch einkaufen gehen, wir spielen Boccia und vielleicht kommt auch noch Wind und dann können wir kiten gehen. Surfen war wunderschön, es hat richtig Spaß gemacht mal wieder. Und wir sind gerade an so einer Auffüllstation, mein Papa hat gesagt, die gibt's hier. Und das ist so ausgeschrieben als Camper-Service-Ding. Da zahlt man gar nichts und kann hier Frischwasser holen und sein Abwasser ablassen. Sehr praktisch auf jeden Fall. Und wie viele Gießkanne lernen wir hier schon rein? Das ist jetzt Nummer 6. Aber Nummer 6. War auch halb voll schon, oder? Aber es ist ein riesen Tank hier, ist echt krass. Guck voll mal, geil. Das ist immer noch nicht voll. Komm, wir gucken mal hinten rein. Weil der Tank in diesem Mobil ist irgendwie hinten unterm Bett. Dann geht man von hier hin und guckt mal rein. Deckel weg. So. Oh Schatz, brauchst nichts mehr reintun. Nein, es randvoll. Kannst reinleeren, bis es oben rausläuft. Ja? Ja. Leer rein, leer rein, leer rein. So. Vielleicht so, stopp. Mach die Kajüte zu. Und das sind immer so Stationen.
Da läuft nämlich das Abwasser dann in so eine Rinne und so ein Ding rein. Jetzt gehen wir mal noch was einkaufen hier. Wir brauchen ein paar Sachen. Oh. Bereit? Super! Kommet! Wir sind hier in einem Lidl. Leute, schaut mal, was es hier gibt. Und zwar sind diese beiden Eissorten vegan. Und es gibt auch noch ein ganz Kokoseis. Und das ist so Schoko. Und das ist Kokos mit Mandel und Schoko außenrum. Und die sind vegan. Ja, und ansonsten kaufen wir auch viel ein. Wasser in großen, damit wir nicht so viele kleine dumme Plastikflaschen haben. Das ist jeweils 5 Liter sind da drin. Sehr viel Gemüse. Und noch ein bisschen Cola und Keks und Krams. Ups. Wir sind gerade am Abendessen vorbereiten und haben hier so eine kleine Wagenburg gemacht mit dem Wohnmobil von meinen Eltern und dem Auto von meiner Schwester. Und hier draußen gibt es jetzt dann gleich Essen. Und das gibt es eine riesen Gemüsepfanne und dazu machen wir einfach Nudeln. Und wir haben sogar hier den Grünkohl im Lidl gefunden. Richtig geil. Roland, jetzt musst du eigentlich nochmal deinen Satz raushauen, was du gerade gesagt hast. Ja. Da lacht das Herz eines jeden Veganers. Ja. Und das ist übrigens auch ein richtig guter Camping-Tipp. Diese Folie hier, dann spart man sich das Spülen von der großen Fläche hier. Und vor allem, man spart sich das Öl. Stimmt, man spart sich das Öl. Also man muss vielleicht dazu sagen, gell, die Folie wäscht man dann. Ja, also die schmeißt man nicht weg. Aber man muss dann nur die waschen. Einen schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 12. September, glaube ich. Ja. Und wir, es ist glaube ich schon 9:30 oder sowas, aber hier ist es immer so krass neblig, also morgens ist es ist 9:15, okay. Ja, wir trinken immer noch einen Tee gerade morgens, weil hier ist es so lange neblig, also echt bis um 11 oder sowas ist hier. Länger, glaube ich. Oder bis um 12 teilweise. Gestern waren wir surfen im Nebel eigentlich, also es war echt richtig krass, so halb Nebel, halb blauer Himmel. Das Wetter ist dann richtig schön, also das Wetter wird tagsüber richtig schön und es ist total warm und der Himmel ist blau und die Sonne scheint und so. Wir sind jetzt gerade immer noch in Galizien hier oben und irgendwie morgens und abends wird es ziemlich neblig. Deswegen dachte man so, können wir auch noch ein bisschen im Bett bleiben. Hört mal, so wachen wir immer auf und dann macht Marie meistens den Dinger auf. Und dann sieht man nix, nur Nebel. Das ist unser Blick. Und eigentlich sieht man da richtig weit in die Ferne und Berge und man sieht irgendwie die da Dünen. Vorne dann die Düne. Ah, die sieht man so ein bisschen, da geht's vor zum Meer, dieser Weg. Ja. Und da unten sind unsere Stand-Up-Paddleboards, mit denen waren wir gestern auf dem Wasser. Das sind nicht unsere, sondern die von Ikes Eltern. Ja, genau. Und wir verlassen unseren Platz und fahren weiter in Richtung Portugal. Yeah. Weil hier ist es jetzt immer noch total neblig. Jetzt langsam zieht es so ein bisschen auf, aber wir dachten uns so, dann können wir eigentlich auch weiterfahren, anstatt dass wir jetzt noch ewig warten, bis hier der Nebel weg ist. Weil mit dem Nebel ist es schon ein bisschen frischer. Oder es fühlt sich so an, als wäre so, ja, ich meine, es ist ja Wasser in der Luft. Also es, man fühlt den Regen auf der Haut, was kein Regen ist. Egal. Genau. Wir fahren nach Viana do Castelo, glaube ich, heißt das. Viana? Viana. Ich dachte, das Viano. Ich weiß nicht. Ich glaube, es heißt Viana. Aber ich, weil, keine Ahnung. Wir schauen das mal nach. Noch, und das ist aber noch in Spanien oder nee, schon? Das ist schon in Portugal. Und da war ich 2013 auch und es ist echt, echt schön. Und es hat eine Zuschauerin uns geschrieben, dass sie dort herkommt, dort aufgewachsen ist irgendwie. Und dass es wunderschön ist und dass man da auch mit dem Wohnmobil gut stehen kann und kostenlos irgendwie die Toilette entleeren kann und Wasser auffüllen kann. Das ist nämlich immer ganz wichtig mit dem Wohnmobil, dass man wieder Frischwasser kriegt. Genau. Das ist so eine Frage, was ganz viele immer stellen, wo wir denn stehen und ob wir auf Campingplätzen stehen und so weiter. Also bis jetzt habt ihr uns noch nicht auf Campingplätzen stehen sehen. Wir werden hier im Vlog jetzt keine Empfehlungen aussprechen, wie ihr was machen sollt, weil Wildstehen offiziell, glaube ich, nicht erlaubt ist. Das muss man so für sich selber regeln, wie man das macht. Ganz wichtig ist einfach immer, dass man sich gut benimmt, finde ich. Ja. Weil ich weiß gar nicht, weil meine Eltern haben gesagt, vor einer Woche standen hier noch Schilder, dass Campen nicht erlaubt war und die wurden jetzt irgendwie weggemacht und Polizei fährt auch hier immer vorbei. Ja. Aber wenn man sich echt gut benimmt oder sowas, dann ist es kein Problem. Also ihr dürft halt nicht irgendwie alles auspacken, Markise rausdrehen, euren Vor Teppich rauslegen oder sowas. Ja.
Aber wenn ihr halt einfach, wenn das immer nachts aussieht, wieder wie wenn ihr parkt, ihr könnt natürlich einen Tisch rausstellen abends, um zu essen und sowas, aber... Alles halt wieder wegräumen einfach. Und dann, ich meine, parken ist ja erlaubt. Also gegen parken sagt niemand was. Und wenn man so aussieht, als würde man parken, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Und also wir können nur für uns sprechen. Wir haben bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Und als Alex sich auf Bustour, als die sich nicht so benommen haben und alles draußen liegen lassen hatten und so weiter, dann wurden sie nur weggeschickt. Also sie wurden nicht irgendwie, mussten keine Geldstrafe zahlen und so weiter. Es ging halt so mit freundlichem Umgang und so weiter. Ich bin mir sicher, ganz viele haben auch schon andere Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, deswegen sage ich, das muss jeder so ein bisschen für sich selber checken. Einfach respektvoll den Leuten gegenüber, die vor allem da wohnen und sowas. Genau. Es ist klar, dass es in der Hauptsaison, wenn da 200 Camper dann tags an so einem Ding, dass die da nicht stehen dürfen, weil wer will das schon, wenn man dort wohnt in diesem Ort und dann jede Nacht, das ist ein riesen Campingplatz, was eigentlich kein Campingplatz ist, ist natürlich scheiße, aber so Nebensaison, richtig, wenn man sich gut benimmt, ist meiner Meinung nach kein Problem. Genau. Seht ihr, wie es aussieht? Also es hat nicht geregnet, das ist jetzt, weil wir gerade die Scheiben mal geputzt haben, damit wir euch das zeigen können, wie der Nebel so drin hängt überall. Sieht so ein bisschen aus wie in Neuseeland und als wäre ganz schlechtes Wetter. Ich fühle mich gerade echt wie in Neuseeland, gell? Auch mit diesen Bäumen, die sich so schälen und so. Jetzt erinnert mich voll an diese eine Hütte, die wir angeschaut haben. Die erste, gell? Die erste in Titirangi oder wie das ist. Ja, stimmt. Genau so war es. Feucht in dem Wald war und so geregnet hat und so. Witzig. Heftig. Richtig wie im Wald. Okay, und das ist jetzt anscheinend das erste Haus, was man sieht. Sweet. Süß. Ja, und hier kann man eigentlich richtig schön runter gucken, aber man sieht überhaupt nichts. Es ist alles nur grau, neblig. Juhu, da fahren die anderen. Alex Schwester mit ihrem Verlobten und Alex Eltern. Wir sind eine richtige Karawane. Und wir sind bald in Portugal! Wir sind angekommen in Viano, Viana do Castelo. Und es ist einfach so ein Hafen hier. Hafen, Stadt, keine Ahnung. Mega, eigentlich nicht schön. Ich wollte gerade sagen, mega schön, aber nee, so lala. Also, ihr könnt sehen, das ist so der Hafen. Und da oben, das sieht mega geil aus. Was ist das? So ein Tempel oder sowas. Und sonst ist halt echt so eine Hafenstadt. Und hier machen wir gerade Camper-Service. Und da oben kann man anscheinend umsonst auch stehen. Und hier kann man eh umsonst alles machen. Also das ist voll geil. Und da hinten kann man schon ein Kite sehen. Also das ist so eine riesen geile Bucht. Und wir könnten jetzt auch hier oben stehen. Aber ja, das ist ganz okay. Aber irgendwie auch nicht so schön. Und Kai, der Verlobte von meiner Schwester, dem seine Schwester ist auch so eine Camperin und sowas. Und die standen hier schon mal ein paar Tage an so einem Secret Spot irgendwo und den haben wir jetzt über GPS-Daten und so gefunden und da fahren wir jetzt hin. Korrekt. Und das ist unser Platz jetzt. Die Sonne geht mittlerweile unter. Wir waren auch kurz 20 Minuten oder so kalt und da ist der Wind weggegangen und das ist echt richtig, richtig schön hier stehen. Man könnte meinen, es ist ein Campingplatz, ist aber kein Campingplatz, sondern einfach nur so ein Stellplatz irgendwie. Und es ist eigentlich auch direkt am Meer, aber wie immer in Portugal gibt es so ewige Stege vor und man läuft echt ein Stück bis ans Meer vor. Ich würde sagen, weil wir jetzt gerade den Sonnenuntergang nicht angucken können, weil wir hier schon am Gucken sind, also Marie kocht gerade Reis, Kathi und Kai machen hier Schnippelaktionen für Curry. Würde ich sagen, wir lassen mal die Drohne aufsteigen und gucken uns den Sonnenuntergang an. You wear a name tag, yeah. Whoa, let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you, who's on me first? I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. Was ein wunderschöner Sonnenuntergang und das Praktische war, ich konnte auch was sehen, weil Alex die
die Übertragung auf dem Handy hatte sozusagen. Und ich hier stand und den Reis bewacht habe. So, und an meinem Outfit könnt ihr erkennen, dass es hier abends auch ein bisschen frischer wird. Und ich muss jetzt mal einfach ein großes Kompliment an unsere Kollektion aussprechen. Ich liebe die Sachen jetzt für Camping. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe die Hose an und ich habe den Pulli an. Und es ist einfach super gemütlich. Und man friert nicht und man fühlt sich schon ein bisschen, als hätte man seine Bettdecke an. Ich habe Probleme. Ja? Was suchst du? Meine Schuhe nicht. Die sind da drin. Ach, die hast du da verstaut schon, ja? Ich habe aufgeräumt in unserem Haus. Ja, sehr gut. Sehr gut, ihr so logisch. Ich gehe meinem Hobby auch im Urlaub nach. Einen schönen guten Tag. Heute ist, was ist denn heute? Donnerstag. Ja, Donnerstag. Ich glaube, der 13. Und wir sind hier in, wie heißt es nochmal? Wie heißt es denn, Schatz? Viana do Castello, ja. Immer noch. Also immer noch am gleichen Spot. Eigentlich ist ja auch erst gestern. Also ja, wir sind ja erst einen Tag hier weiter hier. Und heute Morgen war wieder so Nebel. Also hier ist immer so sauneblig. Und wir gehen jetzt eine Runde surfen bzw. SUP fahren. Meine Eltern haben beide SUPs dabei. Da schnapp ich mir eins. Marie nimmt mein Surfbrett, um einfach so ein bisschen im Weißwasser rumzupaddeln. Ach so. Ach so. Und Kadi und Kai kommen auch mit. Muss ich nur noch hier die Finnen ranschrauben. Weil die muss ich immer wegmachen, weil wir hinten nicht so viel Platz haben. Da könnt ihr sehen, so ist das Ganze eingeräumt. Hier sind zwei Kitebretter, Marie Wellenreiter, den habe ich ja mal gestaltet, den kann ich irgendwann mal noch zeigen. Mein Wellenreiter, und da muss ich halt immer die Finnen wegmachen. Und dann sind hier eigentlich vier Boxen, hier die zwei liegen da noch. Also bevor irgendjemand sich wundert, warum ich dann nicht mein Surfbrett nehme, weil es kleiner ist und weil Alex mir seins angeboten hat, weil seins ein bisschen länger ist und nicht so fett und meins eigentlich eher ein Kitesurfbrett ist. Und gab es sonst noch einen Grund? Nee, ich glaube nicht. Du hast gesagt, meins, und meins ist ramschiger, ja genau, meins ist ein bisschen kaputter. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber gesagt. Und wie schön ist unsere Wimpelkette hier? Finde sie richtig geil. Und da haben wir auch überall so süße Sachen angeschaut. Also falls ihr noch nicht die Bustour gesehen habt, könnt ihr das anschauen auf hier auf diesem Kanal. Wow, hast du einen schönen Anzug. Ja, ne? Aber kurz vorbei, also Maria hat auch einen langen, weil sonst würde man hier teilweise echt erfrieren. Ich wollte ihn jetzt mal ausprobieren, den kurzen. Und ich glaube, ich bin eh nicht so lang drin. Und dann kann ich mal testen. Und erinnert ihr euch an dieses Teil? Neuseeland. Ja, das ziehe ich jetzt auch drüber. Und da unten ist schon gerade im Kai und die Wellen. Jetzt ist gerade Setpause, aber sonst kommen die echt ganz schön hier rein. An dieser Stelle werden jetzt eigentlich wunderschöne Wellenreitaufnahmen gekommen, wie Marie rumflitzt. Aber was passiert? Das Meer hat uns die GoPro geklaut. Ja, ich hatte sie in der Hand und habe Marie so gefilmt. Und dann kam plötzlich eine Welle und das SUP hat mir das dann voll aus der Hand geschlagen. Die GoPro. Und die hat eigentlich so ein Floaty dran, also dadurch schwimmt eigentlich die GoPro. Aber scheinbar haben sie nicht gefunden. Ewig, bestimmt eine Stunde haben wir mein Papa gesucht, locker. Marie gesucht, ich habe draußen mit dem SUP bin alles ab, nichts gefunden. Vor allem, das war halt echt so 2 Meter vom Strand. Also es war wirklich so, keine Ahnung, Schienbein hoch im Wasser. Und dann denkt man ja so, ja okay, kein Problem. Da guckt man sich einmal um, dann ist sie da. Und die war weg, 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 weg und ist nicht mehr aufgetaucht. Keine ja. Ahnung. Naja. Ja. Egal, wieder mal denken wir uns, sei es drum, es bringt nichts, sich zu ärgern. Und vielleicht findet sie jemand und freut sich, dass er jetzt eine GoPro hat und kann sich dann an den Aufnahmen von uns erfreuen. Und hat ein paar Manda-Clips. Wie witzig wäre es, wenn diese Aufnahmen irgendwann ins Internet kommen, so Lost GoPro oder sowas. Ich habe schon ein paar so Aufnahmen gesehen. Ja, gell? Mhm. Das fände ich irgendwie schön. Das fände ich auch witzig. Oh, ich habe Sand zwischen uns hin. Juhu! You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What
what should we do? I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Weil es so Wetter ist. Portugiesischer Salat. Und Schuhe scheinen irgendwie auch sehr beliebt zu sein, in der Umwelt zu landen. Das ist echt krass.